Jeden Tag sind sie unterwegs. Bei jedem Wetter. Auch in dieser Nacht gibt es kein Dach für sie. Unter ihren Wolldecken schützen sie sich vor dem kalten Wind. Abwechselnd halten die Männer Wache, um Räuber und wilde Tiere von ihren Schafen fernzuhalten. Hirte zu sein ist nichts für Feiglinge. Angestrengt lauschen sie in die Nacht. Ihre Waffen griffbereit, um sich und ihre Herde zu schützen. Doch dann begegnet ihnen Gott. Bombastischer könnte keine Ankündigung sein. Eine ganze Engelsheerschar erscheint der Handvoll Hirten. Ein 1000-Stimmenchor, nur für ein paar raue, abgebrühte Männer. Die Engel weisen sie zu einem Kind. Einem neugeborenen Baby. In den Armen einer einfachen Frau. Und da ist er. Gott selbst. Plötzlich taucht er in ihrem Leben auf. Gerechnet hatten sie nicht mit ihm, warum auch. Aber jetzt ist er da. Und ist sich nicht zu schade, einen ganzen Himmel voller Engel für sie herbeizuschaffen. Sie sind es ihm wert. Sie sind nicht mehr einfache Hirten. Sie sind Auserwählte Gottes. Eine Begegnung zwischen Himmel und Erde, die alles verändert.